Wir haben heute mal ein ganz anderes Video für euch. Und zwar habe ich und der Moritz vor ein paar Tagen das so ziemlich coolste Papierflieg-Ding gebaut, das wir je hatten. Genau so sieht's aus. Wir sind große Fans von Papierflugzeugen. Aber dieses Ding, was erstmal gar nicht so aussieht, hat uns so begeistert. Und dann ist das auch noch so einfach zu bauen. Das Einzige, was man dazu braucht, ist nämlich ein Blatt Papier und ein bisschen Tesafilm. Und das zeigen wir euch jetzt mal, wie das geht. Und zwar nimmt man das Papier hochkant. Man faltet es so, dass am Ende ungefähr zu einem Drittel, sodass das Teil und das Teil ungefähr gleich lang ist. Also, so sieht es ganz gut aus. Immer schön die Kanten richtig schön festziehen. Dann das hier nochmal zur Hälfte falten. Auch hier wieder Kanten schön festziehen. Und jetzt nochmal das zur Hälfte, dass es so ein richtiger fester Rand gibt. Gut festziehen. So. Und jetzt kommt der Clou. Jetzt haben wir so ein Stück Papier hier. Jetzt muss das Ganze gebogen werden. Das geht aber noch nicht. Deswegen müssen wir das jetzt über eine Tischkante ziehen. Und zwar einfach hier die Tischkante nehmen und das Ganze so drüber ziehen. Und das ruhig einige Male machen. Und was jetzt passiert, man merkt schon, dass das so ein bisschen so eine Biegung kriegt. Da bricht man so die Kante quasi auf. So, und jetzt macht man das hier. Am Ende legt man das eine in die Seite rein, egal welches. Macht das hier dann so zusammen. Ich zeige es nochmal. So, hier so rein. Da hat man jetzt schon so ein bisschen eine Rundung. Und jetzt braucht man Assistenten. Das ist gut, dass ich Moritz dabei habe. Jetzt müssen wir nämlich hier Tesafilm drauf machen. So, ungefähr so, dass das zusammen ist und klappen es um. Und dann ist es innen auch zusammen. So, jetzt ist das Ganze schon fertig. Jetzt muss man noch gucken. Jetzt guckt man einfach, dass man diese Knicke so ein bisschen rauskriegt. Da, wo es noch nicht ganz so schön rund ist, da kann man es jetzt noch ein bisschen nacharbeiten. Aber das ist insgesamt schon, sieht schon sehr gut aus. So, Flugzeug, Fluggerät, fertig. Jetzt kommt es zur Wurftechnik. Die ist ein bisschen, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Also man nimmt den am besten so in die Hand. Man wirft nach vorne und beim Werfen gibt man dem so eine Drehung mit. Einfach so aus dem Handgelenk. Das sieht dann, Ganze sieht dann so aus. Einfach einen kleinen Schwung mitgeben und dann fliegt der super weit. Dann gibt es noch die Wurftechnik Nummer 2. Dann nimmt man das Teil hier einfach wie ein Football. Also man wirft den nach vorne und schwingt ein bisschen nach unten. Und was da ein Vorteil ist, dass die Wurftechnik von oben stärker ist. Also dass die mehr Kraft hat. Und bei mir klappt von oben das besser so. So, wir haben jetzt erstmal noch ein bisschen Spaß mit unseren Flugröhrchen, mit unseren Flugrohren. Und euch wünschen wir auch ganz viel Spaß damit. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Oh ja. Wow. Das gesehen, ist ja ewig geflogen.